Liebe Schwestern und Brüder, Jesus selber im Evangelium macht darauf aufmerksam, dass diese Bitte um das Sitzen dürfen an diesem privilegierten Platz auch noch ein wenig voreilig ist, so verständlich diese Bitte aus dem Mund einer Mutter sein mag. Aber gerade an der Figur des Apostels Jakobus, des älteren Bruders des Johannes, gerade wenn wir an die großen Wallfahrten quer durch Europa denken, an dieses Wallfahrtswesen nach Santiago, das wieder seit vielleicht 10, 20 Jahren ganz neu aufgelebt ist, merken wir, dass diese Korrektur nachwirkt. Denn es ist wirklich ein Leben in Bewegung. Gerade dieses Leben des Jakobus macht einen äußeren und inneren Weg sichtbar. Papst Benedikt hat sehr schön darauf aufmerksam gemacht, wenn er sagt, dieser Apostel gehörte immer zu diesem besonderen Kreis, den Jesus aussondert. Und es sind zwei Berge, die sozusagen die Stationen dieser Pilgerschaft deutlich machen. Der Berg der Verklärung und Gethsemane, der Ölberg. So ist unser eigenes Leben, ist genau so. Christliches Leben ist so. Pilgerschaft und ein Unterwegssein in den Verfolgungen dieser Welt, die dazugehören, und den Tröstungen, die Gott gewährt. Wahrscheinlich ist es ganz subtil, diese Botschaft des Apostels, die so viele Menschen auf den Weg bringt, auch wenn sie selber von sich sagen, sie glauben gar nicht. Aber es bedeutet unterwegs sein, sowohl in den Bedrängnissen dieser Zeit, wie auch in den kleinen, lichten Momenten, die wir erfahren dürfen und Gottes Trost uns ganz erreicht. Das ist der Weg dieses Apostels gewesen, der als erster sein Leben hingibt. Etwas, diese kleine Notiz in der Apostelgeschichte zeigt, wie sehr selbstverständlich es war, damit rechnen zu müssen, sein Leben zu geben. Er hat den Kelch wirklich getrunken, wie all die anderen auch. Lassen wir uns von diesem Apostel und seinem Weg zwischen Verfolgung und Tröstung ebenfalls aufbauen zur Kirche der Pilgerschaft, zur Kirche der Weggemeinschaft, die ihr Ziel nie aus dem Auge verliert.